Beyblade. Hier stehen sich die Top-Blader Kopf an Kopf gegenüber, um zu zeigen, wer der Beste ist. Aber jetzt schalten die Battles einen Gang höher. Turbo! Die Abenteuer werden noch epischer. Durch neue Herausforderer, die alles geben. Ihr Ziel, der Weltmeistertitel. Die Weichen sind gestellt, die Spieler bereit. Es ist Turbo-Zeit. Welcher Herausforderer holt sich den Titel als bester Blader der Welt? Hades, es ist Zeit! Dread Gravity! Ich habe mit Halt um den Weltmeistertitel gekämpft. Es ist noch nicht vorbei! Er war einfach zu stark. Nachdem er mir den Meisterschaftsgürtel abgenommen hat, wollte ich die Sache nicht auf sich beruhen lassen und habe angefangen, heftig zu trainieren. Ich hatte also recht, du hast dich verändert. Ich habe dir schon gesagt, dass ich mich nicht verändert habe. Ich bin nur stärker geworden. Und ich werde noch viel stärker werden. Und wie weit willst du dafür noch gehen? Ich gehe genauso weit, wie ich gehen muss. Egal wie, ich bin der stärkste Blader der Welt! In dieser Welt brauchen wir neue Helden. Neues Spiel, Spin Dean Bay und sei dabei. Gib nicht auf, let it dream, lass uns kämpfen. Beyblade Burst Turbo. Geburt! Turbo Weltriac! Was soll's? Wer ist als nächstes dran? Noch einmal! Der nächste! Wer kommt jetzt? Wer ist der nächste? Der nächste! Wer ist der nächste? Wow, das war beeindruckend. Eher ziemlich beunruhigend. Könnte man so sagen. Das alles bringt mir einfach überhaupt nichts. Wo ist dieses Gefühl? Und wieso kommt es nicht zu mir zurück? Verdammt, Leute, ihr müsst das ernst nehmen. Das ist doch kein Kindergarten. Aber wir nehmen es wirklich ernst, Eiger. Es ist nur so, dass du viel zu stark für uns bist. Alles Ausreden. Wir machen weiter. Also gut, wer ist als nächster dran? Was ist bloß mit euch Schlappschwänzen los? Wow, der tickt ja nicht mehr richtig. Das geht so weit. Hey, jetzt kommt Heids Pressekonferenz. Ich glaube, sie fängt gleich an. Okay, meine wunderbaren Bay-Fans! Und seid ihr schon alle bereit? Wir legen los! Hören wir, was unser neuer Weltmeister, der dunkle Prinz Hyde, zu sagen hat! Siehst du gerade zu, Alga Akabane? Wie hast du dich immer so gerne genannt? Den stärksten Blader? Was für ein absoluter Witz! Ich hatte nicht einmal die Chance, mit dir zu spielen! Ich denke, der dämlichste Blader der Welt wäre viel passender. Was hat er da gesagt, hä? Pech für dich, Kleiner, dass es meine wahre Bestimmung ist, keinen einzigen Battle zu verlieren. Jo, die Leute wollen sich das ansehen. Achilles. Nächstes Mal gewinnen wir ganz sicher. Hey, geht's dir gut? Hä?
Was ist denn in dich gefahren? Du bist seit ein paar Tagen irgendwie so anders. Bin ich das? Ja, es ist fast so, als wärst du nicht mehr du selbst. Ha? Wovon redest du? Natürlich bin ich noch ich! Komm schon, Mann, beruhige dich. Entspann dich ein bisschen. Nimm deine Finger weg! Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Spast! Ernsthaft? Hast du das wirklich gerade gesagt? Aiga! Fubuki! Langsam. Bist du in letzter Zeit nicht ein bisschen zu angespannt? Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht brauchst du gerade einen kleinen Tapetenwechsel. Ich glaube wirklich, der könnte dir echt gut tun. Sie hat recht. Sowas könnte genau das Richtige für dich sein. Ich hab's! Hä? Ja! Leute, ich hab die perfekte Idee! Hallo, ihr Lieben, es ist Fressenszeit. Wow, was geht ab, Jungs? Keine Sorge, Freunde, davon gibt's noch mehr. Es ist genug für euch alle da. Aiga, was machen die mit dir? Hört auf, Freunde, das kitzelt. Ernsthaft, lass das. Oh, gut. Okay, ich hab's kapiert. Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt komm ich. Was würdet ihr wohl sagen, wenn ich euch so abschlecken würde? So fröhlich habe ich Aiga schon lange nicht mehr erlebt. Lasst nichts davon übrig, okay? Hä? Hey. Was geht ab? Wegen vorhin. Du weißt schon. Tut mir leid, Mann! Vergiss es einfach. Aber wir können beim Betteln wirklich nicht mehr mit dir mithalten. Komm schon. Du solltest einfach sagen, was du denkst, Mann. Was? Hast du schon vergessen, was Sander uns gelehrt hat? Ihr müsst aufhören zu denken. Ignoriere das Geplapper in deinem Kopf. Und sei total ehrlich mit deinen Gefühlen. Das meinte er doch, oder? Also hör zu. Ich weiß, du bist nicht gerade Mr. Rücksichtsvoll. Aber wir sind nicht so zerbrechlich, wie du denkst. Wir kommen damit klar. Obwohl mich Hyde besiegt hat, glaube ich, dass ich langsam kapiere, worum es bei dieser Resonanzsache geht. Wenn ich das wirklich perfektionieren könnte, wäre ich viel näher an meinem ultimativen Ziel dran. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Ich will einfach der stärkste Blader der Welt sein! Ha, deshalb bist du wütend? Wow, Mann! Jag mir nicht solche Angst ein! Du willst also stärker werden, hm? Dann bin ich an deiner Seite, um dir zu helfen. Hey, vergiss nicht, dass ich auch stärker werden will. Vielen Dank, Captain. Obwohl, um die Wahrheit zu sagen, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Na, du machst mir ja Hoffnung. Oh. Du willst noch mehr haben? Huh? Hey, Achilles. Was meinst du, werden wir beide noch stärker werden? Nur du und ich. Huh? Egal, was dazu nötig ist. Denn zusammen werden du und ich stärker. Immer stärker. Alter! Aiga!
Hey, Kiyama, du musst gut auf ihn aufpassen, hörst du? Hä? Was soll das denn bitte heißen? Aiga, es ist vielleicht nichts, aber ich möchte lieber sicher gehen. Ich verstehe jetzt. Davon hast du gesprochen, habe ich recht? Ich verstehe. Seine Resonanz wächst. Ja. Ich habe Angst, dass Aiga komplett durchdreht, wenn das so weitergeht. Genau wie du es vorhergesagt hast. Ich verstehe. Wer ist da? Und ich hatte gedacht, ich könnte unentdeckt bleiben. Friedella Heuer, es freut mich sehr, dich endlich kennenzulernen. Du meditierst hier, um höhere Einsicht zu erlangen, korrekt? Ich muss sagen, du bist wirklich ein vorbildlicher Blader. Für die größten Loser. Du musst Kyle Hakim sein. Du weißt, wer ich bin? In dem Fall sparen wir uns die Höflichkeiten und fangen gleich mit dem Battle an! Um ehrlich zu sein, ich habe dich bereits erwartet. In Ordnung. Legen wir gleich los. Geist Fafnir. Ich will herausfinden, was dieser Bell wirklich drauf hat. Wenn du das sehen willst, zeige ich es dir gerne. Dein Start lässt zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz werde ich diese Daten sauber eintragen. Ah, er absorbiert Angriffe, um seine eigene Kraft zu steigern. So schade, dass ihm das gegen mein Bay nichts nützt. Wo waren wir? Corneus! Komm hervor und erhebe dich aus den Tiefen! Chain Protection! Mit diesen Spannfedern neutralisierst du Angriffe. Ziemlich cool. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht. Ich ändere das, indem ich es hier und jetzt beende! Der Sieg gehört schon mir! Was? Beende das mit Geist Counter! Ich schätze, das war's dann. Dieser Geist Fafnir wird dem Hype überhaupt nicht gerecht. Wie war deine Formulierung vorhin? Die größten Loser. Wie war das bitte? Bladen ist bedeutungslos, wenn man verliert. Hab ich nicht recht? Sei ehrlich. Macht dir das überhaupt Spaß? Ah, ich verstehe. Darauf willst du also hinaus? Dann erlaube mir, dir meine wahre Kraft zu zeigen. Dann stell dich auf eine direkte Reise in die Unterwelt ein! Klingt lustig. 3, 2, 1, let it rip! Los, Fafnir! Zerstör sie! Cepheus, mach sie fertig! Ich hab's dir doch gesagt, dass solche Angriffe nichts bringen! Sieh
sieh mal einer an. Anscheinend ist dir die Puste ausgegangen. Jetzt können wir anfangen. Spiel nicht den Helden. Was ist da los? Meine Verteidigung hält nicht. Wie gibt's denn sowas? Wie konntest du die Chain Protection durchbrechen? Wie auch immer, das ist ein Ende! Kabeya! Fafnir! Tu es jetzt! Stürz ihn hinunter in die Tiefe der Unterwelt! Chain Counter! Die Hunde geht an mich! Ja, sicher. Hä? Ah! Jetzt nimm Absorb-Ray! Wie wär's mit etwas Make-up? Du mieser Freak Free de la Hoya! Ach, Eiger. Hey, Boss! Volt! Könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Veltria geht's gar nicht gut. Kannst du mir helfen, ihn zu reparieren? Weil ich gern meinen Weltmeistertitel zurückhaben möchte. Nein. Ich muss wieder Weltmeister werden. Und was ist dieser Dread Tower? Das siehst du bald genug. Hyde wird dich dort erwarten. Was siehst du dir an? Oh, Captain, was? Was ist das? Das ist doch kein Brief von Hyde, oder? Oh. Natürlich nicht, Captain. Wieso sollte jemand mit sowas Zeit verschwenden? Ich hab's. Hier, sieh's dir an. Veltriac und ich werden zusammen evolven. Oh. Mit diesem Bay wirst du dein ultimatives Potenzial abrufen können. Oh, das ist ja irre! Eiger? Oh. Huh? Was ist los? Sag mal, gehst du irgendwo hin? Eiger! Aber Captain... Du brauchst einen spitzeren Winkel. Verstanden. Nur noch ein bisschen Geduld, Partner. Bald geht's dir wieder richtig gut. Ich weiß nicht, bin ich hier richtig?
Soll ich da etwa einsteigen? Captain, was machst du denn hier? Hey, hast du gedacht, dass ich dich den ganzen Spaß allein haben lasse? Ich stehe direkt an deiner Seite. Aber Captain, du... Er ist fertig! Turbo Weltrieg. Dann legen wir los. Was meinst du, Partner? Achilles, legen wir los. Wer aufgetaucht ist, als Wort mit der Reparatur von Turbo Weltrieg fertig war. Und als wir im Dread Tower angekommen sind, hat dieser Unterweltwachhund Kyle auf uns gewartet. Was? Wir dürfen nicht gegen Halt betteln, bis wir den da besiegt haben? In Ordnung, komm schon her! In der nächsten Episode von Beyblade vs. Turbo, Dread Tower, die dunkle Zitadelle. 3, 2, 1, let it rip!